Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Ich habe heute ein neues Rezept für euch. Es gibt heute ein Bärlauch-Kräutersalz. Das wollte ich euch schon lange mal zeigen, weil das ist super lecker und geht ober easy. Also, bis gleich. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Es ist gerade Bärlauchzeit und deswegen habe ich mich heute auch für ein Bärlauchsalz entschieden. Du kannst dieses Salz natürlich auch mit anderen Kräutern machen. Kräutersalze selber machen finde ich richtig genial und heute bereite ich ein Bärlauchsalz selber zu, weil der Bärlauch ist gerade so lecker und ich nutze die Zeit jetzt einfach aus. Und das Salz kannst du ganz einfach nebenbei machen oder wenn du Feierabend hast. Das ist nämlich sehr einfach in der Zubereitung. Du brauchst genau zwei Zutaten. Einmal der Bärlauch und einmal ein gutes Salz. Ich verwende heute ein Meersalz. Ich habe das aber auch schon mit anderen Salzarten gemacht. Ganz wichtig ist, dass du ein natürliches Salz verwendest, ohne Rieselhilfen und ohne andere Zusätze. Und ich beginne einfach damit, dass ich den Bärlauch sehr gut wasche. Der Bärlauch kommt dann in einen Mixer und dann mixe ich das Ganze ein paar Sekunden durch. Dann stelle ich den Backofen an, so ca. 50 Grad im Umluftmodus. Und dann wird das Salz mit dem Bärlauch gemischt und gut auf dem Backblech verteilt. Und jetzt kommt das Ganze für 2 Stunden in den Ofen. Ich lasse die Backofenklappe so ein bisschen geöffnet, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Und ihr werdet relativ schnell merken, es riecht sehr gut im ganzen Haus. Nach ca. 1 Stunde wende ich das Salz so ein bisschen auf dem Blech, sodass das Ganze auch gut durchtrocknen kann. Ja, und jetzt kann das Bärlauchsalz schon aus dem Ofen. Ich gebe es dann erneut in einen Mixer. Der sollte jetzt gut trocken sein von innen. Und ich mixe das Ganze nochmal ganz kurz durch. Dadurch wird das Salz schön locker. Und jetzt fülle ich das Ganze in saubere Gläser ab. Da bei mir das Salz relativ schnell verbraucht sein wird, mache ich jetzt einfach einen Deckel drauf. Aber man kann das Ganze auch in luftdichte Gläser tun. Dann ist das Ganze noch ein bisschen länger haltbar. Ja, so einfach geht es, ein Kräutersalz herzustellen. Du kannst natürlich immer auch verschiedene Arten von Kräutern verwenden, die du gerade im Garten hast oder die auf dem Balkon wachsen. Und ihr wisst ja selbst, dass man Kräutersalze für so viele Gerichte verwenden kann und es ist so lecker. Und ich mache das auch relativ häufig, weil ich finde, der Unterschied zu gekauftem Kräutersalz ist enorm groß. Auf jeden Fall solltet ihr es auch mal ausprobieren. Das ist echt ein tolles Rezept, was super jetzt in die Jahreszeit passt. Es ist so easy, Kräutersalze selber zu machen. Man kann das Rezept auch wunderbar variieren. So ein paar Infos und Tipps habe ich euch nochmal in die Infobox gepackt. Weil ehrlich gesagt schmecken selbstgemachte Kräutersalze immer so ein bisschen anders und sind viel aromatischer. Also probiert's mal aus. Und wenn du Lust hast, klickst du dich auch nochmal auf meinen Blog vorbei. Da sind auch noch neue Beiträge online gegangen. Und ansonsten wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und wir sehen uns dann später im nächsten Video.